Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf in der Innovationsstadt Mannheim. Um das nur nochmal zu vervollständigen, in Mannheim wurde nicht nur der Fahrstuhl, das Auto und der Kronkorken erfunden, sondern auch die deutsche psychologische Usability-Forschung, nämlich von Bernd Spiegel und dem Spiegel-Institut. Das wollte ich nur noch mal sagen und auch gleich zeigen, dass wir uns hier, damals wurde Usability erfunden, obwohl es das Begriff noch gar nicht gab, es gab auch noch nicht das Internet, aber es gab schon quasi die Forschung dazu. Und auch ich werde heute einige Beispiele bringen, die wenig mit dem Internet zu tun haben. Ja, ich werde noch so schöne anachronistische Sachen wie Plakate und Printwerbung zeigen, um Ihnen auch zu zeigen, dass es hier um grundlegende Themen geht und nicht nur um spezielle Software-Fragen. Ja, Werbung. Ja, es gibt immer mehr Werbebotschaften und eine der großen Herausforderungen, die die Werbung hat, ist Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja, deswegen muss man die ganzen Strategien, die ganzen Möglichkeiten nutzen, um die Leute dazu zu bringen, sich eine Orientierungsreaktion zu zeigen, sich der Werbung zuzuwenden. Und da gibt es verschiedene Strategien. Eine ist zum Beispiel, ja, ich versende angeborene emotionale Auslösereize. Ja, die Sachen, wo wir instinktiv drauf reagieren. Ja, das sind da, das kennen Sie alles noch aus Ihrem Biologie-Leistungskurs. Wir reagieren zum Beispiel darauf, wenn wir angesehen werden, wenn wir Augen sehen, wenn wir Gesichter sehen, wenn wir angelächelt werden. Deswegen wird viele Werbung nutzt genau dieses Gestaltungsmittel, ja, um Aufmerksamkeit, eine Orientierungsreaktion auszulösen. Ja, eine andere Reiz ist das Kindchenschema, kennen Sie auch alle. Ja, wenn einem nichts mehr einfällt in der Werbung, immer kleine Kinder funktionieren, da reagieren wir instinktiv drauf, da können wir gar nicht anders. Und ein überzeichnetes Kindchenschema haben wir zum Beispiel bei Cartoonfiguren und jungen Hunden und Welpen und so weiter und Katzen natürlich. Ja, das Internet ist ja quasi dafür gemacht worden, um Katzenvideos zu zeigen. So, natürlich Sex. Sex funktioniert auch immer, übrigens auch bei Frauen, ja, nur ein bisschen anders, aber auch da gibt es eine Orientierungsreaktion, da gibt es eine physiologische Reaktion. Auch das ist ein bewährtes Strategie, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber es gibt auch noch eine Strategie, die im Grunde ein bisschen abstrakter ist, aber sich dafür überall anwenden lässt, nämlich das Abweichen von der Norm. Werner Gehde, ein leider verstorbener Designprofessor aus Berlin, hat das entwickelt und im Grunde ist Kreativität, macht immer einen Regelverstoß. Es versucht, die Erwartungen des Rezipienten nicht zu erfüllen. Dadurch schrecken wir auf, dadurch werden wir irritiert, dadurch wenden wir unsere Aufmerksamkeit dorthin. Und das kann in den unterschiedlichsten Bereichen durchexerziert werden. Ja, zum Beispiel in der Typografie. Ja, die Hippie-Künstler in den 60er Jahren haben ihre Plakate so gestaltet, dass sie möglichst schlecht zu lesen waren. Ja, Erwartungen, gute, lesbare Typografie, abweichen von der Norm, ich mache es extrem unlesbar. Ja, die Vorstellung war, weil die Leute sich dann so bemühen müssen, beschäftigen sich auch intensiver damit. Übrigens eine Vorstellung, die heute immer noch einige Grafiker und Designer und Artdirektoren haben. Abweichen von der Norm, ja, Sachen, die sonst klein sind, groß machen. Ja, Sachen, die ein Plakat stelle, die sonst eindimensional ist, dreidimensional zu machen. Verzeihung, die ist natürlich zweidimensional, ja, also, und man macht sie dreidimensional. Abweichen von der Norm, ich zeige immer gut aussehende junge Models mit glatter Haut. Ja, Duff zeigt Models mit Falten und unebener Haut. Ja, das ist auch ein Abweichen von den Normen. Und natürlich auch Abweichen von richtigen ethischen Normen, ja, wie zum Beispiel die bekannte Kampagne von Benetton aus den 80ern und frühen 90ern, wo es darum ging, quasi die Werbung selber, die Normen der Werbung selber davon abzuweichen. Und eine andere Sache, das hat auch ein bisschen was mit Abweichung zu tun, starke Reize. Ja, Sie alle kennen sicherlich die Werbung, haben Sie schon mal gesehen, ja, ein ruhiger Kameraeinstellung, man sieht ein Auto durch die Landschaft fahren und plötzlich kommt ganz kurz ein Monster und erschreckt einen. Wer von Ihnen kennt diese Werbung?
Ja, doch, die meisten. Und jetzt die interessante Frage, ja, was wurde da beworben? Ja, Red Bull, wer ist für Red Bull? Kaffee, Nescafé Express, ja, und das, der Monster Energy Drink. Ja, also so richtig ein klares Bild war nicht. Das war natürlich Kaffee oder Kaffee oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Und da muss man berücksichtigen, hier haben wir den sogenannten Vampireffekt. Ja, dieser Schreck, ja, dieses Monster hat unsere alle Aufmerksamkeit darauf gelenkt, sodass wir uns an die Marke teilweise gar nicht mehr richtig erinnern können. Also deswegen, diese Aufmerksamkeitsstrategie hat bestimmte Gefahren. Während es Werbung gibt, wo Sie alle sofort wissen, ja, was da beworben wird. Was wurde hier beworben? Sagen Sie es ruhig laut. Ja, wunderbar. Einer kann sich noch daran erinnern, ja, aber das, ja, warum? Weil er das in seiner Kindheit, ja, genau wie ich, rund um die Uhr gesehen haben, ständig gesehen haben. Ja, klare Bildsprache, man wusste sofort, um was es geht. Ja, keine Verwirrung, kein Vampireffekt, es war alles quasi auf dieses Produkt ausgerichtet. Deswegen, Werbung braucht eben nicht nur Attention oder Attention Management, wie ich das manchmal auch nenne, also quasi die Fokussierung auf Aufmerksamkeit, sondern sie braucht auch Usability. Und Ihnen zu erklären, was Usability ist, ist relativ unsinnig. Trotzdem habe ich nochmal hier Mr. Krug, Sie alle haben ihn in der Tasche, nochmal kurz zitiert. Making something work well and not a person of average ability or experience can use it for its intended purpose without getting hopelessly frustrated. Und wenn Sie mal an Werbung denken, wie oft sind Sie ja, hoffnungslos frustriert, wenn Sie mit Werbung zu tun haben? Wahrscheinlich relativ oft. Ja, um nur ein Beispiel zu nennen, ja, um was geht es hier bei dieser Werbung? Ja, ist nicht immer ganz klar zu verstehen. Nicht nur, wer der hier der Absender ist, sondern auch die Aussage ist nicht immer, fällt einem jetzt nicht leicht. Usability ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich brauche auch eine klare Orientierung, denn wir haben, wenn es um Werbung geht, müssen wir nicht nur die Aufmerksamkeit der Menschen bekommen, dass sie also eine Orientierungsreaktion zeigen, sondern sie machen auch einen schnellen Relevanzcheck und überprüfen blitzschnell, unbewusst, teilweise auch bewusst, ist das jetzt für mich wichtig oder nicht? Lohnt es sich, das weiter zu verarbeiten? Ja, oder suche ich neue Reize, die vielleicht relevanter, interessanter sind? Und diese Relevanzcheck, diese Relevanzprüfung hat ein ganz kleines Zeitfenster. Ja, das ist bei einem TV-Spot, ja, ist es immerhin komfortable 20 Sekunden. Das ist schon eine ganze Menge. Bei einer Printanzeige sind es nur 4 Sekunden. Ja, wenn wir uns mit Online-Werbung beschäftigen, dann wird es schon weniger. Ein normaler Banner, ja, hat eher unter einer Sekunde die Chance. Ja, also in dieser weniger als in einer Sekunde muss dieser Relevanzcheck erfolgen. Ich muss eine Information liefern, die klar dem Rezipienten sagt, es lohnt sich hier, das weiter zu verarbeiten. Das ist für dich relevant. Und Usability bedeutet deswegen, ja, eine schnelle Orientierung liefern, die schnellstmögliche, um dieser Relevanzprüfung die richtigen, damit diese Relevanzprüfung positiv ist. Und sie soll uns natürlich auch helfen, Entscheidungen zu erleichtern. Ja, und Beispiele für gute Usability ist zum Beispiel so etwas wie Aldi informiert. Ja, die meisten Konsumenten, ich habe viele Interviews geführt, die sehen das gar nicht als Werbung an. Ja, die sagen, Aldi macht keine Werbung, ja, Aldi informiert mich doch nur. Ja, also das ist, ja, warum? Weil es eben regelmäßig in der Zeitung ist, in den Prospekten ist, ja, es ist berechenbar, es hat immer den gleichen Aufbau, ja, das ist ein Höchstmaß an Usability und das hilft Aldi, seine Produkte zu verkaufen und den Leuten klar zu zeigen, hier ist was Relevantes, schau es dir an, lest es dir durch und handel danach. Ja. Was gibt es für Usability-Strategien in der Werbung? Einmal die Wiederholung, ja, und die Benutzung von Klischees und Redundanz. Wiederholung kennen Sie alle, brauche ich gar nicht drauf eingehen. Das ist zum Beispiel, ja, sowas wie die Carglass-Werbung.
im Radio oder Seitenbacher Müsli. Ja, ja, das ist einfach durch die ständige Wiederholung, ja, werden sie, gibt es eine klare, wie soll man sagen, eine klare Orientierung, weil ich weiß sofort, um was es geht. Ich höre den Jingle und ich weiß sofort, um was es geht. Ich bin vielleicht genervt, aber in dem Augenblick, wo ich einen Glasschaden habe an meinem Auto, was fällt mir als erstes ein? Mit einer großen Wahrscheinlichkeit der Jingle von Carglass. Klischees bringen Orientierung. Ja, wenn ich irgendetwas mit Frankreich verbinde, ja, wie kann ich das deutlich machen, dass es um Frankreich geht, indem ich dem Eiffelturm zeige. Ja, wird auf der ganzen Welt verstanden, ja, steht nicht nur für Paris, steht nicht nur für sich selber, sondern es steht quasi für alles, was mit Frankreich zu tun hat, wird in den unterschiedlichsten Zusammenhängen eingesetzt und deswegen ist, ja, sind solche Klischees wichtig. Ja. Die Werbung arbeitet immer mit Klischees. In England, ja, gab es eine Gesetzesinitiative, die versucht hat, Klischees in der Werbung zu verbieten. Ja, man soll eben nicht die typische Hausfrau zeigen und man soll eben nicht den typischen Franzosen und den typischen Engländer zeigen. Aber ja, diese Klischees helfen uns, schnell unseren Relevanzcheck zu machen und schnell zu sehen, um was geht es hier, ist das für mich relevant oder nicht. Noch besser ist es, wenn Sie quasi ein Klischee selber herstellen, ja, wenn Sie selber ein Markenklischee entwickeln und das konsequent einsetzen. Wenn Sie das hier sehen, fällt den meisten sofort eine Biermarke ein, ja, und das, weil eben hier eine klare Orientierung geliefert wird, eine klare Usability. Ich kann sofort verstehen, um was es geht, selbst wenn ich das Bier gar nicht zeige. Redundanz fördert das Verständnis. Ja, es reicht nicht nur, auf eine Verpackung Milch drauf zu schreiben, sondern man zeigt auch nochmal die Milch. Ja, und da sehen Sie auch, wie ähnlich die unterschiedlichen Unternehmen damit umgehen. Ja, man sieht da eine große Ähnlichkeit. Warum? Weil es eine schnelle Orientierung gibt, weil es die Leute im Supermarkt dazu bringt, ins richtige Regal zu kaufen und sofort zu sehen, aha, hier geht es um Milch. Ja, das kann man auch noch mit schönen Klischees verbinden, ja, wie zum Beispiel die glücklichen Kühe. Auch die finden Sie in den Supermarktregalen, wo die Milchprodukte sind. Um einfach mal ein Beispiel zu zeigen, was passiert, wenn man das nicht macht. Ja, es gibt eine Schweizer Milchmarke, deren Packung sieht so aus. Schwarz. Ja, was denken Sie, wenn Sie schwarz sehen? Denken Sie da an Milch? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich würden viele Leute es gar nicht merken, ja, dass das Milch ist und würden einfach daran vorbei gucken, wenn sie auf der Suche nach einer nach einem Milchprodukt ist. Ja, und eine große Diskussion, ja, wenn Sie die Aufmerksamkeitsstrategie sich anschauen, ist das natürlich perfekt. Ja, ich steche heraus, ich mache etwas anderes als alle anderen. Ja, so wie ich heute der Einzige bin, der eine Krawatte trägt. Ja, weil ich genau wusste, hier sind lauter Softwareentwickler, Designer und andere coole Leute, die tragen keine Krawatte. Wenn ich hier rausstechen will, muss ich genau das machen. Ja, wenn ich bei einem Bankerkongress vortrage, ja, würde ich die Krawatte ausziehen, weil ich damit da vielleicht herausstechen würde. Also um zu differenzieren, ist die Aufmerksamkeitsstrategie durchaus gut, aber ja, sie hat doch einen gewissen Nachteile, weil sie den Konsumenten verwirren kann. Und die paar Sekunden, ja, oder Millisekunden, die es dauert, ja, um diese nicht auf Usability optimierte Verpackung zu verstehen, reichen vielleicht aus, dass ich mich einem anderen Reiz hinwende, der mir ein klareres Versprechen, der mir eine klarere Usability geht. Sie müssen überlegen, in der digitalen Welt ist die Konkurrenz auch immer nur einen Klick entfernt. Ja, ein kurzes Zögern kann schon dazu führen, dass ich bei der Konkurrenz kaufe oder auf die Konkurrenzprodukt weiterklicke. Ein Beispiel für eine ganz normale Werbung, ja, die nicht nach Usability optimiert ist. Ja, ohne Scheiß ist immer noch ein Wort, was in der Werbung nicht häufig vorkommt. Deswegen ist es eine klare Aufmerksamkeitsstrategie. Aber was wird hier eigentlich verkauft? Um was geht es eigentlich? Ja, Sie müssen sich schon sehr genau das durchlesen, um zu verstehen, dass es Klick machen sollte, aber nicht, weil Sie auf irgendetwas klicken soll, auf derbaumarkt.de, ja, sondern weil es hier um ein Klicklaminat geht.
Ja, ist nicht so ganz einfach. Könnte man optimieren, könnte man verbessern, um hier klarer den Relevanzcheck klarer zu machen und die Weiterverarbeitung zu fördern. Werbewirkung ist ein komplexer Prozess. Wir haben viele Indikatoren, die wir uns anschauen können. Man spricht heute gerne von KPIs. Und diese Indikatoren haben unterschiedliche Funktionen und sagen uns über unterschiedliche Sachen aus. Ja? Ein Indikator alleine kann uns nichts über Werbewirkung aussagen, weil er nur einen Aspekt zeigt. Werbewirkung ist ein komplexer Prozess. Wir brauchen viele Indikatoren. Ja? Input-Indikatoren, ja, was gebe ich aus für meine Werbung, welche Kontakte kommen dadurch zustande. Dann ganz wichtig, die Wahrnehmung, wie wird das wahrgenommen? Ja, wird es leicht verstanden, wird es schnell verstanden, wird meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt? Das sind genau die Usability-Faktoren, die Usability-KPIs. Ja, die psychische Werbung, was passiert in den Köpfen? Ja, wie stehe ich zu dem Produkt, wie stehe ich zu der Werbung? Dann gibt es ein Verhalten, was noch nicht zu einem Kauf führt, wie zum Beispiel seine Adresse abzugeben, auf eine Website zu klicken und ähnliche Sachen. Oft wird immer gedacht, das sind Werbewirkungsindikatoren, aber es sind nur vorgelagerte Werbewirkungsindikatoren, weil durch einen Website-Besuch alleine verdienen sie noch kein Geld. Und es gibt den ökonomischen Werbeerfolg, nämlich dann, wenn tatsächlich Geld fließt, das kann man monetär aussprechen, und es führt natürlich irgendwann zum Unternehmenserfolg. Und wenn man Werbewirkung richtig verstehen will, muss man sich alle Indikatoren anschauen. Und das Thema Usability ist ganz klar eins bei dem Thema Wahrnehmung und natürlich die Verhaltenswirkungen werden oft gesehen, am besten bei den Klicks und der Click-Through-Ratio, also der Klickrate. Und viele Online-Werbemittel werden auf Basis von Klickraten evaluiert, ja, ob sie gut klicken oder nicht. Ja, man denkt immer, das wäre ein Indikator für Aufmerksamkeit. Tatsächlich ist die Klickrate ein Indikator für Usability. Nämlich habe ich schnell verstanden, ja, ob das relevant ist und eine Weiterverarbeitung lohnt. Ja, die Aufmerksamkeit kann ich mit einer Klickrate überhaupt nicht messen. Dafür brauche ich andere Methoden, zum Beispiel eine Blickregistrierung. Ja, gucken die Leute hin, wie lange verweilen sie da drauf, was gucken sie sich genau an. Warum die Klickrate so beliebt ist, um Werbemittel, Online-Werbemittel zu optimieren, ja, hängt nicht damit zusammen, weil sie so relevant ist, sondern weil sie leicht verfügbar ist. Das sind eben die Zahlen, die verfügbar sind, die eben da sind. Also werden sie auch für eine Evaluation genutzt, wo sie eigentlich gar keine Aussagekraft haben oder nur eine sehr begrenzte oder eine schwer zu interpretierende. Und sich darauf zu konzentrieren, nur weil es leicht verfügbar ist, ist eine sehr gefährliche Sache. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn der Betrunkene im dunklen Hinterhof seinen Schlüssel verloren hat, ihn aber auf der Straße unter der Straßenlaterne sucht, weil dort das Licht besser ist. Das ist, wenn wir uns die Klickrate anschauen, um etwas über die Wirkung, ja, von einer Online-Werbung uns zu verstehen. Deswegen, ja, Werbung mit einem reinen Attention-Fokus, ja, wo es nur um Aufmerksamkeit geht, kann den Rezipienten verwirren, ja, kann seine Ziele verfehlen, kann geradezu keine Orientierungsreaktion lösen oder nur zu einer sehr oberflächlichen, die aber nicht zu einer Weiterverarbeitung führt, ja, und kann im Zweifelsfall dazu führen, dass die Leute die Milch gar nicht mehr erkennen, weil sie plötzlich schwarz ist und aussieht wie Motorenöl und nicht mehr wie eine Milchpackung. Auf der anderen Seite kann natürlich zu viel Usability auch ein Problem sein. Wenn ich nur auf Usability optimiere, ist oft die Gefahr der Austauschbarkeit. Sie haben die Milchpackungen gesehen, überall war ein Glas Milch drauf oder eine Kuh. Ja, da kann es schon mal passieren, dass man so Sachen vergisst oder verwechselt. Also um zu einer Differenzierung zu bringen, brauchen Sie auch Aufmerksamkeit und das Abweichen von der Norm. Ideal ist eine ausbalancierte Werbung, ja, die sowohl das Abweichen von der Norm, Kreativität und Aufmerksamkeit fördert, zum anderen auch die Usability zeigt. Und im Zweifelsfall lohnt es sich immer, ein bisschen die Usability zu optimieren. Und das können Sie sehr gut durch Forschung, ja, durch die Forschung, die Sie machen. Sie sind die Experten für User Experience Forschung, aber auch durch klassische Marktforschung, durch psychologische Methoden, wie es das Spiegel-Institut Mannheim macht,
durch Befragungen, durch klassische Indikatoren, durch Blickregistrierung, wie es das Institut iSquare macht, die mir ein paar Daten zur Verfügung gestellt haben. Die machen zum Beispiel Optimierungen auf Basis von Blickregistrierung, wo gucken die Leute hin, aber auch von anderen impliziten und expliziten Messmethoden und können dann eine fundierte Evaluation der Werbemittel geben. Da habe ich Ihnen nur mal ein Beispiel gezeigt. Und es gibt da durchaus auch Ratschläge. Ja? Die werden leider nicht von allen berücksichtigt. Es gibt immer noch jede Menge schlechte Online-Werbung im Internet. Ja? Langatmige dramaturgische Elemente. Ja? Ich habe nur ein paar Sekunden Zeit, eine Geschichte zu erzählen, aber es wird vollgepackt. Ja? Die Leute gucken aber auf einen Banner nur weniger als eine Sekunde. Ja, also da können Sie die verschiedenen Phasen eines animierten Banners gar nicht, nehmen Sie gar nicht wahr. Die Marke sollte ein zuordnungsbares Kommunikationselement haben. Das kann ein Key Visual sein, wie das Backschiff, es kann das Logo sein. Es sollte permanent sichtbar sein, nicht erst am Ende. Ja, denken Sie an die Hundertstel Sekunde, die Sie haben, um Ihre Relevanz rüberzubringen. Werbebotschaften begrenzen, nicht vollpacken, auch wenn der Kunde das immer gerne will und noch die Info und noch das Logo und das Gütesiegel dazu haben will. Ja, und alles, ja, gerade der Text muss schnell scannbar sein und zwar scannbar wirklich auch im Sekundenbereich. Das kann man mit Forschung, gerade auch mit dieser Eye-Tracking-Forschung sehr gut optimieren. Deswegen, Werbung braucht Usability, eine Fokussierung auf Aufmerksamkeit kann die Werbewirkung sogar behindern. Eine Balance ist das Ziel, im Zweifelsfall lieber die Usability ein bisschen optimieren. Das geht sehr gut durch Forschung, aber auch durch Marktforschung, durch klassische psychologische Methoden. Und es kommt auch an, den richtigen Indikator sich anzuschauen oder die richtigen Indikatoren, eben nicht nur die Klickrate oder andere leicht verfügbare Indikatoren. Wir brauchen grundsätzlich ein tieferes Verständnis von Werbewirkung und deswegen noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich gebe demnächst einen Informationsdienst raus zum Thema Werbewirkung, wo wir genau diese Themen auch besprechen, auch gerade im Zusammenhang mit Online-Werbung, aber auch klassischer Werbung, das Zusammenhängen von psychologischen und anderen Faktoren. Und ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin da in der Diskussion bleiben. Ich bin heute auch noch hier, Sie können mich gerne ansprechen und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.